So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow. Und wir haben jetzt hier den Weg vor uns, der uns hinunterführen wird in die Ausgrabungsstätte. So zumindest der Plan. Mal gucken, was uns da erwartet. Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen, dein Leben und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Oh, schon wieder du. Ich vernichte dich. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Na schön, den nächsten entgehst du nicht. Aua. Hilf mir, BD. Aua. Werf ein rüber, BD ein. Erbärmlich. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Sehr schwache Leistung. Das war gar nichts. Ich bin mir haushoch überlegen. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. BD, ich brauche Hilfe. Du blutest wie alle anderen. Hilfe! Du wirst als Versager sterben. Aua. Noch ein Stimm. Aua. Dein Untergang rückt näher. Was soll ich tun? Das war gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, was genau ich tun muss. Muss ich einfach nur kämpfen und hoffen, dass ich irgendwie sie runterkriege, oder? Richtig timen. Nee, wenn, dann will ich doch lieber den einfachen Modus. Hey, ich drück parieren. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Du kannst nicht gewinnen. Akzeptier das endlich. Ja.
kriegst du mich nicht? Träge. Du langweilst mich. Bleib stehen. Aua. Bitte. Aua. Hilf mir bitte. Okay, jetzt habe ich es mal zur Hälfte geschafft und jetzt wurde ich weggebumst. Aua. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. War sie der Wäre Padawan sie nicht war. Gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken? Der im Schatten mit einer Verräterin paktiert. Ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler. Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Ceres Padawan. Die zweite Schwester erklärte, dass sie einst Ceres Padawan Triller war, ehe diese unter Folter an das Imperium verraten hatte. Triller wurde daraufhin vom Imperium aufgespielt und zu einer Inquisitorin gemacht. Ja, schöner Scheiß. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Gute Aktion, BD. So, zack. Okay. Wir sind hier in einer fucking Höhle. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Was soll ich nun tun? Zum Grab gebracht. Was kann ich nun tun? Auf. Irgendwas umhauen. Nein, ich muss einfach nur runter. Ja, naja. Tag. Hier bin ich. Wer noch?
Meditieren wir mal ganz kurz. Ruhen uns einmal aus. Um die Stimbehälter wieder aufzufüllen. Dann pressen wir uns hier durch. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Das Grab von Migtrul. Gefällt mir nicht. So, neues Ziel. So. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von... Oh. Warten wir kurz. War früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Die Entstehung der zweiten Schwester. Während das Imperium dem Grab von Migtrul tatsächlich immer näher kam, reiste Kahn nach Sepho, wo er in eine Falle der zweiten Schwester tappte. Diese gab sich als Triller, Seers einstiger Padawan, zu erkennen. Nach einem erbitterten Kampf schien Triller die Oberhand zu gewinnen, aber kurz bevor sie Kahn niederstrecken konnte, schaltete sie sich BD-1 ein, indem er ein undurchdringliches Laserfeld zwischen Triller und Kahn platzierte. Während Kahn tiefer in Migtruls Grab floh, versuchte er, Seer zu kontaktieren, wurde aber von Triller unterbrochen, die sein Kommunikationssystem gehackt hatte. Bitch. So, mal ein bisschen Schwung nehmen. Oh mein Gott. Das war knapp. So, was will die Tante jetzt dauernd von mir? Ich hoffe ja nichts Schlimmes. Ich muss hier durch. Gut, dass BD1 wenigstens so eine Leuchte am Kopf hat. Auch wenn ich nicht... Aua. Alter. Meine Güte. Nehmen wir uns mal eben Stim. Da ist wieder so eine Kugel. Wir wissen ja inzwischen, wie dies funktioniert. Oh, die ist aber kaputt. Ja, wenn sie kaputt ist, funktioniert die wohl nicht, ne? Wir eben hier durch. Okay, scannen wir erstmal. Damit wir die Geheimnisse enthüllen. Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Mhm. Hier kann ich meditieren. Brauche aber noch keine Stims und muss mich nicht großartig ausruhen, aber hier zum Speichern wahrscheinlich nicht schlecht. So. Hier läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse.
Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Guten Tag. Nicht witzig. So. Da hinten ist doch irgendwas. Ja, ich interagiere jetzt hier mal. Hi. Aha, verstehe. Aber wenn ich das jetzt wieder wegnehme... kann ich doch jetzt erstmal hier hoch. Hi. Ich hab keine Lust auf Stress mit dir. Tschüss. Wir können hier einmal kurz meditieren. Irgendwas wird ein Rätsel. Ich vermute mal, das wird interessant werden. Da kommen wir niemals rüber. Ich gehe zurück und melde es dem Trupp. Mach nicht. Komme ich hier nicht her? Scheinbar nicht. Oh Gott. Alter Falter. No, zu früh. Ich bin aber auch einer, ey. Ich bin mit der Controller-Steuerung nicht hundertprozentig zufrieden. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Kurz verwirrt, wo ich lang muss, aber gut. Hatte die Kletterpflanzen nicht gesehen. Moin. Achtung, Geri! Roger.
Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Mach mit mir alleine, Jedi. Du hast doch nur Glück. Okay, habe ich ihn jetzt doch runtergeschossen? Ja, okay, dann. Okay, wo kann ich jetzt lang? Hier ist nicht so gut. Dann gehe ich einfach hier auch weiter. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Das ist nett von dir. Wow. Ich hab dich gefunden. Schneller als ich dachte. Enttäuschend. Das ist doch nur Angeberei. Versuche wenigstens zu kämpfen. Eine würdige Herr. Steh auf und kämpfe gegen mich! Habe ich. Ein bisschen Hilfe. Großartiges Timing. So. Was auch immer ich für einen Erfolg freigeschaltet habe gerade, das war auf jeden Fall der Ton. Das machst du nicht normal. Ach so. Moment. Weg. Da ich da gerade was sehe, gehe ich da mal ganz kurz hin. Ein alter Sepp. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war. Okay. Du bist ja schon wieder da. Weg! Also, ich komme jetzt hier so nicht rum. Wenn ich also das wieder wegmache, dann passiert Folgendes. Ich komme nicht lang. Komme ich denn hier rüber irgendwie? Bin ich hier nämlich dran? Nee, hier komme ich nicht hoch. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Weg zurück dann. Habe ich irgendwo was freigeschaltet, wenn ich das verschiebe? Ob ich dann wieder zurück muss? Ja, jetzt hab nicht so viel Angst, ich tue dir nichts. Weil wenn das Ding herkommt, verschiebt sich auch alles andere. Okay. Nope, das war nicht so gut. Ich weiß aber, wie es tun muss. Das ist das Wichtige. Hi. Ugh.
ist erledigt. So, hier sind wir schon mal. Mal schön vorsichtig sein. Hier könnte ja auch gleich was um die Ecke kommen. Tut sie aber nicht in dem Fall. Warum? Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zia die Schuld. No, okay. Ich muss sie doch da hinschmeißen. So, verlangsamen wir es mal hart. Das tut's aber nicht. Hey, BD. So, wenn ich das löse, dann fallen die runter. So, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen das hier abfackeln. Verstehe noch nicht ganz. Oder ob ich einfach einen falschen Winkel drin habe. Er hat nur einen falschen Winkel drin. So, weg mit dir. Abkürzung freigeschaltet. Okay. Okay. Jedi Abschaum. Du musst dich schon mehr anstrengen. Ja. Aber. Aua. Aua, aua. Noch ein Stück. Okay, jetzt werden wir wieder einen Speicherpunkt bald ganz nützlich. Oh Gott. Schnell, holt ihn euch!
jetzt hast du es mit mir zu tun. So, ich wäre langsam über einen Speicherpunkt wirklich froh. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Ist egal, was du stiehlst. Du wirst es nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Ei. Ich könnte zwar langsam, muss ich aber nicht. So, jetzt wäre ein Speicherpunkt wirklich super. Ich habe nämlich kein Stimpack mehr. Ist das ein Speicherpunkt? Ja. Meditieren und heilen. Zack. Da sind die nächsten Gegnertruppen, die auf mich warten. Das seht ihr aber erst beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch. Haut rein. Ciao.